Moin moin zusammen und herzlich willkommen zurück zu Red Dead Redemption 2, hier bei dem Lager, wo wir zuletzt die Banditen überfallen haben. Ich würde sagen, ich mache mich, glaube ich, zurück zum Lager. Ah, ne, gar nicht wahr. Genau, ich wollte ja hier zu der unbekannten Person. Und dann machen wir uns zurück zum Lager. Und dann schauen wir mal, wen wir denn hier haben. Apropos, ich wollte noch mein Pferd legen. Ich habe da unten ja wieder die Anzeige. Wird mal wieder Zeit. Okay. Und wieder ein paar Pluspunkte bei dem Pferd bekommen. Oh, wer ist denn da? Ist das ein Zirkus? Tatsächlich. Sieht so aus. Hallo. What the devil are you looking at? I'm sorry? No, I'm sorry. I'm ruined. Ruined! How so? It's a disaster. Who wants to see a woman wrangle wild animals who doesn't have any bloody wild animals? Come to America, they said. Come to the land of opportunity, they said. Sod you, Daddy, I said. I'm going to America to make it on the stage. I didn't want to be in the army. Now look at me. The old git will have a field day. I didn't really understand any of that. I had an act. The bravest woman in the world. The animal wrangler. Watch her tame wild beasts. And you were the woman? Of course I was the bloody woman. Look at me. It's the stage. Grease paint. Tears. No one wants to see a man wrangling wild animals. And no one wants to see a woman wrangling nothing. Yep. Can I borrow your gun? I want to shoot myself. You see, I'm buggered. Why? My animals. They escaped. And now I'm buggered. What escaped? A priceless Ranjaniki tiger. From the slopes of the Hindu Heights. A fantastic, elusive zebra from the plains of Ongo-Bongo by the shores of the Limpopo. And a magnificent lion from the grasslands of Tanganyika. Yeah, I see your problem. They're pretty hard to come by around here. Listen, friend, help a fellow out, would you? I'm beyond desperate. If you see any of them, will you bring them back here? If I see a tiger or a lion or a zebra roaming around. Exactly. If... Well, I believe the zebra's up near Lonnet Sod. Distinctive creature that he is. I'll make it worth your while. All right. Madam. It's bloody Margaret, not madam. Na, das kann ja was werden. Margaret. Mistress fucking Dane. So, ungeöffnete Briefe. Ah. Ach so. Vielleicht haben wir da was zurückbekommen. Okay, ich habe da eine Anzeige. Das ist wahrscheinlich hier, ne? Genau, das ist. Da müssen wir suchen. Das ist auf jeden Fall schon mal ganz. Angenehm. Albert Mason braucht noch mehr Hilfe bei seiner Wildtierfotografie. Ach du Kacke. Was hatten der da noch alles vor? Na gut. Lenny hatte noch was für uns. Ich würde sagen, wir reiten zurück. Und dann sprechen wir mal im Lager mit Lenny. Und schauen mal, was er denn so Schönes für uns zu machen hat. Achso, hier ist wieder das Lager. Aber da ist doch noch... Ach egal, scheiß drauf. Was geht da wieder was in die Hose beim Plündern? Oh, okay. Sind ein paar Stufen drin. Sehr interessant. Ich will mal gerade eine Sache schauen. Fällt mir gerade ein. Ich hatte ja hier geguckt wegen der Pferdestufe. Sieht man irgendwo, wie der Fortschritt ist? Ah, Fortschritt. 1800. Okay, das ist ja gar nicht mehr viel. Dann, Moment, ich will mal gerade was schauen. Das war jetzt genau 1876. Okay. Dann werde ich jetzt mal mein Pferd füttern. Klapser geben. Ja, und säubern können wir es nicht. 1876 und wo stehen wir jetzt? 1901, ja. Das ist, in Kürze haben wir es erreicht. Das geht dann doch ganz gut voran. Jetzt los. Thank you.
Okay. Thank you, stranger. These raiders are insane. Get out of here. Before more of them show up. Gut. Ich habe mich kurz erschrocken, weil ich dachte, ich hätte Minuspunkte bekommen. Aber das hätte mich auch ein bisschen gewundert. Aber wir konnten hier den Kerl noch retten. Schön. So, den Scheiß hole ich mir mit. Der Rest können die Krokodile haben, die hier wahrscheinlich lauern irgendwo. Oh, mit dem kann ich nicht mehr interagieren. Okay. Ja, das lief doch schon mal wieder ganz cool. Wie sehen eigentlich die Zustände meiner Waffen aus? Oh, langsam nutzen sie wieder ab. Aber ist alles noch im Rahmen. Eine dicke Wolke da oben, aber ich glaube nicht, dass wir dann dadurch einen Sturm bekommen. Nur ein bisschen Schatten vielleicht. Obwohl die ziemlich böse aussieht. So, geben wir dem nochmal eine Möhre. So. Hier ein paar Pluspunkte. Okay. Ja, weiter geht's. Bald sind wir Stufe 4. Ich frage mich, ob man die Stufe dann noch voll machen muss, aber wahrscheinlich nicht. Würde ja keinen Sinn machen. Wir kriegen ja die Bonis. Kriegen wir direkt mit der Stufe. Da würde es, glaube ich, keinen Sinn machen, wenn wir die noch voll machen. Grüßt du mich nicht? Okay. Anyway, just passing the time of day. All the best to you, friend. Good luck out there. What I wouldn't give. Sehr freundlich. Stufe 4. Oh nein! Nein, 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 nein! Ich will nicht dein Pferd. Oh Mann! Das wollte ich doch nicht. Okay, jetzt mal gerade hier abhauen. Ich wollte auch eigentlich nur das ausprobieren, was er mir gerade gezeigt hat. Ich habe nicht gesehen, dass ich da auch X drücken konnte. Oh. So, muss ich mein Pferd anhalten dafür? Ich weiß nicht genau. Ich weiß es nicht genau. Hm? Bin ich denn hier? Achso, ich muss rechts rum. Ja, stimmt, ich bin ja hier rüber geritten, um abzuhauen. Hier lang muss ich. Das ist auf jeden Fall ein sehr schönes Lager. Vielleicht ein bisschen auffällig. Aber nur vielleicht. So, am See, da hat man viel reinen Überblick. Und runter. So, jetzt schauen wir noch mal ganz kurz wegen dem Pferd. Genau, das wollte ich ja noch schauen, gerade wegen der Stufe 4 von 4. Da gibt es nichts mehr zu machen. Lagerkasse $240.54. Hm? Oh, it's a goodie, I'm telling you. It always is with you. Then we end up hidden in a burning barn getting shot at. You're a sad man, Arthur Morgan. Sad man indeed. Well, I should get back to it. Hi, Karen. All right, then. Oh, ich hätte ihn jetzt trotzdem mal gern gehört und das dann einfach mal probiert, also angeschaut. Yes, kid. You got a lot on? Just hunting for all this hillbilly gold that Dutch and Hosea seem to think is out there just waiting to be stolen. Why? I got something. Could be good. Yeah? Yeah, I was in Rhodes talking to some of the colored folk. They said there's a gang of fools holed up in the swamps east of here who think their war ain't never ended. The Civil War?
Yeah, apparently it's still raging in these fools' minds 30 years later. Okay. That ain't my point. These ignorant fools are weapon dealers. And in their dealings sometimes sit on a decent pile of cash. Yeah, been selling weapons to Cuba and South America for years. Anyway, the old boy I was talking to reckon there might be a bunch of cash just sitting around. And failing that, maybe a nice stash of weapons. With just a bunch of crazies, Gardner? Exactly. Well, worth taking a look at least, isn't it? That was my thinking. Said it was at some place called Shady Bear, deep in the woods. Okay. Dann lass uns mal schauen. Dein letzter Tipp war gar nicht so schlecht. Let's go rob some fools. Glaube ich. Oder zumindest die letzten Aktionen. Oh. Oh, mein Pferd ist ja doch recht groß. Oder ein sehr kleines. Das eigentlich meint sie schon klein. Und dann müsste man jetzt nochmal das andere dahinter stellen, das schwarze. Oder es wird größer mit den Stufen. Nee, das glaube ich nicht. I've met these crazies before. You've been drinking again? No. Well, yes, but no, that's not how I might have met them. I think some of them harangued me and Sadie when we were coming back with supplies. Mrs. Adler? Yeah. And Mrs. Adler did just fine. More than fine, actually. She's terrifying. But I got a notion these fellers is one and the same. Das könnte gut sein. No shortage of angry Peckerwood idiots in the state of Lemoyne. That's for sure. Is it really that different in this state? We haven't come far. It seems like it is. These boys got a manner about them, but I haven't necessarily noticed. All respect, Mr. Morgan. You wouldn't notice. Might call you a nigger lover. They see us riding like this. But most of it is a glance or a word, and after that, a visit in the night. Mm-hmm. Out west is... Out west is out west. And you're all who you are, right? Decent folks. But some places down here, they judge differently. Okay. Well, I don't know. Guess it can't be so easy for you, Lenny. Sorry you're caught up in this. Well, I guess their gold's still shining. And their guns still shoot. So I'm game for robbing any and every one of these bastards for all they got. Oh, here it's coming. Okay, then. Plus, it beats being lynched back in Blackwater with all of you by my side. I guess it does. Yeah. Ja, ja, ja. Na gut, wie weit ist es denn? Es wird auch gerade Nacht. War sogar relativ schnell. Ist doch normalerweise nicht so, oder? Ist ja auch gar keine Uhrzeit gerade. Gehört vielleicht zur Mission. Ich glaube, das war ja auch, als ich mit Dutch mal gesprochen habe, hier das erste Mal. Let's take it slow. Be cautious. If, like you say, these crazies are sitting on weapons, we're gonna wanna strategize a little. Ah, das ist auf jeden Fall ganz wichtig. Of course. Plan B. They say find the old battlefield and keep on going. Yeah, I've been here before. I can see the wrecked old Civil War weaponry. Where are the wrecked old Civil War holdouts? You see that church up ahead? They're supposed to use it as an outpost. Heard they got men going between here and the big house all day. Okay. Mm-hmm. Da rennt das Schwein davon. Imagine getting caught up in a fight like this. Yeah, I don't care to. Oh.
Hold those reins in. Let's just take a look around the place. I hear you. It doesn't look like anyone's here. We don't know that for sure. Let's have us a nosy. Bauwerk untersuchen. Achso, für ins Tagebuch. So. Lesen. Olander, Salbe. Nein, falsch. Achso. Habe eine alte Kirche gesehen. Die war ganz interessant. Keine Ahnung warum. Someone's on the track. Ah, da kommen ein paar. Look there, a wagon. Let's see where he's going. You're on me now. Right behind you. Let's keep our distance. Just two fellers out on the road. Ja, nicht ganz so schnell fährt, nicht ganz so schnell. Those crates in the back. They look like explosives to you? Hey, should we ease off them? Sollen wir mal drauf schießen? So ein klein bisschen langsamer, aber nicht zu schnell. Ich glaube, so ist ein ganz angenehmes oder angemessenes Tempo. End of the avenue, between the trees. Might be it. Might be. Keep it steady. So, jetzt müssen wir ein bisschen aufholen. Big plantation house. Must be Shady Bear. I reckon we can leave our mounts up there, off the trail. Ja, das ist eine gute Idee. Das ist eine gute Idee. Ja. Okay. Ach, kann ich gar nicht rausnehmen hier. Bestimmt jetzt. Zielfernrohr. Ah, oh, okay. Have you seen anything? Yes. Yes. They're here, all right. And they're armed. Almost a militia. I know dynamite crates when I see them. We got something, right? Oh, we got something. We can hit them head on, fight them honest. Or you could go down there acting friendly. Friendly? With these folks? Just draw them into one spot, then I'll start shooting. Haben Sie da Miet? That might be the dumbest idea I've ever heard. But hey, I'm always up for a performance. You gonna make a call? Boah, dann ist er aber mittendrin, das ist scheiße. So? Dynamit. Gonna hit him head on. You save your play acting for Jose and the girls. Fine by me. As soon as you shoot, I'll go. Ja. Hey! You all being right! Sauber. Scheiße, voll aufs Eisen. Oh, der hat sich gerade geduckt. Das ist gut. So, und noch einen. Du kriegst eine und du kriegst eine. Kurz abwarten, das war auf jeden Fall schon mal ganz gut. Mitten in den Korb. Oh. Sieht halt aus wie eine Privatarmee. Ob das eine gute Idee ist? Hahaha. Oh ja. Yeah. Und der nächste. Oh, der ist ja schon recht weit vorne. Ich sollte mal aufholen. Ich bin mal gerade so frei. Ich will mal schauen, ob die irgendwas Tolles dabei haben, was sich hier lohnt. Nehmen. Außer Revolver-Munition. Ah, gut. Schmuck. Komm schon. Hör dich. Scheiße. Wieso ist er gelaufen? Oh Gott. Kontrollpunkt, ja. Kontrollpunkt.
Gut, ja, hier ist noch keine Action, das ist eigentlich super, denn wir sind gerade am Ende einer Folge. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Hoffe, dass euch diese Folge gefallen hat. Falls sie euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr keine neuen Folgen verpassen wollt, dann könnt ihr mich gerne abonnieren. Nicht vergessen, Glocke aktivieren. Ich würde mich drüber freuen. Und beim nächsten Mal machen wir genau an dieser Stelle weiter. Bis dahin, tschüss und bis zum nächsten Mal.